Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin, hier dreht sich alles ums Thema Volleyball und heute habe ich euch Übungen zum Thema Schnelligkeit mit Ball mitgebracht. Bleibt dran, schaut es euch an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute also Handlungsschnelligkeit mit Ball, denn es geht natürlich nie beim Volleyball um die Schnelligkeit an sich. Wir wollen natürlich die Schnelligkeit haben, um Aktionen, Reaktionen oder Bewegungen zum Ball maximal schnell ausführen zu können, um dann eben die Technik noch perfekt ausführen zu können. Darum geht es ja eigentlich beim Schnelligkeitstraining und insofern sollen die Übungen sich auch genau darum drehen, also Schnelligkeitsübungen mit Ball heute. Die Übungen heute sind wie folgt aufgebaut. Wir arbeiten in Dreiergruppen zusammen, das heißt immer ein Spieler arbeitet und zwei haben Pause bzw. werfen die Bälle an. Man kann das Ganze auch in Vierergruppen machen, das heißt ein Spieler arbeitet und drei Spieler haben Pause bzw. werfen die Bälle an. Das ist einfach für Schnelligkeitstraining eine gute Kombination, um Belastung-Pause in einem guten Verhältnis darzustellen. Insofern, das könnt ihr euch merken, Dreier-Vierergruppen für Schnelligkeitstraining ist besser, weil wir eben eine gewisse Pause brauchen, um ausgeruht dann wieder die nächsten Spielhandlungen maximal schnell ausführen zu können. Die Übung sieht aus wie folgt. Es gibt drei Bälle. Die ersten beiden Bälle werden rechts und links angeworfen und werden einarmig zurückgespielt. Und der dritte Ball wird erlaufen und möglichst perfekt hoch in einen zentralen Feldbereich gespielt. In der ersten Übung wird der Ball im Rückwärtslaufen zurückgepritscht. Im zweiten Durchgang bzw. in der zweiten Übung wird der Ball über Kopf zurückgebaggert. Und in der dritten Übung machen wir zwei schnelle Schritte zurück zu einem Hütchen, um dann den Ball nach vorn zu erlaufen bzw. zu erhechten. Schaut es euch an. Ich hoffe, ihr habt was damit anfangen können. Probiert es einfach mal aus für euch. Ja, wie gesagt, die Handlungen sollen schnellstmöglich in einem maximalen Tempo ausgeführt werden. Schnelle, kleine, flinke Schritte, leichtfüßig stehen bzw. leichtfüßig arbeiten. Dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Ansonsten bei Fragen, Anregungen, Wünschen einfach unten was in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Tschüss und bye bye. Euer Martin.